Ich finde es wirklich so berührend gerade, dass wir so in der Liebe Gottes sind, oder? Dass wirklich so alles, was geschieht, so für uns ist. Ich habe heute passend zur Lektion, Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit, Hüster und Schnupfen. Und es war so liebend wirklich von Jesus, der gesagt hat, hey, einfach ein paar Tage Pause machen. Und ich durfte mir aussuchen, weil ich wollte eigentlich die Woche unterwegs sein. Und ich durfte mir aussuchen noch, ob ich am Wochenende liege und das Seminar nicht mitgebe oder ob ich dann in der Woche mich ausruhe. Und dann habe ich dann gewählt, dass ich das Seminar noch gebe. Und so ist seit gestern Abend so, geht's so raus. Und es ist so, ich finde es so berührend, dass wir wirklich so auf einer Ebene immer das haben, was wir wollen und das immer mehr wahrzunehmen und wie tief wir hier wirklich einfach nur träumen. Einfach nur träumen. Und wir hatten das gerade auch am Anfang kurz mit einem Gebet hier für jemanden. Und da war so die Idee, ich kann das nicht annehmen, ich fühle mich unwürdig. Kennt ihr das? Ich kann die Liebe des Vaters für mich nicht vollständig annehmen. Ich kann nicht annehmen, wenn Leute mich gerade lieben. Und wirklich wahrzunehmen, es geht immer um diesen einen Augenblick, das sagt Jesus ja. Erlösung ist augenblicklich. Im Ego machen wir sofort Druck, wenn du jetzt dich lieben lässt, dann muss das für immer sein. Und das stimmt auch, weil wir ewig geliebt sind. Und doch geht's ja, wir lassen ja uns heilen oder erinnern, dass wir geheilt sind in dem Teil des Geistes, in dem wir in der Körperwahrnehmung, ich nehme mich, ich träume mich als Körper, ich träume mich in eine Welt hinein, in der andere kommen und gehen. Ich träume mich in eine Welt hinein, immer wieder, indem ich nach der Identität als Name, als Körper greife. Und diesen einen Augenblick immer wieder geschehen zu lassen. Jesus, erinnere mich für einen Augenblick, wer ich wirklich bin. Und darum sagt er ja, hey, du wirst wieder nach dem Ego greifen und das macht nichts. Doch dieser eine Augenblick, indem wir uns zutiefst vom Vater lieben lassen, der lässt uns das immer mehr wollen. Jesus bezeichnet das ja, dann bist du nicht mehr gänzlich wahnsinnig. Dann offenbart sich in dir immer mehr, wow, Wunder sind natürlich. Ich bin jetzt im Vater ewig geheilt gehalten. Und ich finde wirklich, so dieses uns führen lassen in ein immer größeres Glück, was ja bedeutet, dass ich in meiner Funktion mehr und mehr mich ja einfach zur Verfügung stelle. Und gestern nach dem Seminar, ich war so wieder in diesem, wow, danke, ey, danke, davon will ich mehr. Ich will mehr Zeuge bezeugen, mehr in meinen Brüdern und Schwestern wahrnehmen, dass wirklich alles schon geheilt ist, dass uns allen alles schon gegeben ist. Weil wir lassen ja wirklich, wir lassen eine Wahrnehmung berichtigt sein, in der wir ja wirklich glauben, dass irgendetwas Zeit braucht, dass irgendwas wirklich ernsthaft bedroht ist. Und diese Ehrlichkeit zu haben und zu Jesus zu sagen, ja, hier sind immer noch Dinge, da glaube ich wirklich, ich bin schuldig oder irgendjemand anderes. Ich brauche ja diese Hilfe vom Himmel. Ohne den Vater bin ich nichts, da bin ich eine Ego-Idee. Und da ist da, das, was Erlösung macht, ist ja, finde ich, die Wahrnehmung, dass die Ego-Idee langweilig wird, oder? Dass wir genau wissen, was passiert. Wir wissen genau,
wie der andere gleich aussieht oder die anderen Leute, und wir wissen, wie wir irgendwann reagieren und, und. Und dieses Verstecken voreinander. Und ich fand das so berührend, gerade hat jemand so geteilt, so Wunder, auch nach dem Festival. Ich kam nach Hause und mein Mann ist total verändert. Da ist nur noch Liebe. Das ist, was passiert in Vergebung. Das ist, wenn wir die Gnade des Vaters, egal ob uns das klar ist oder nicht, das ist, dass wir das im Außen schauen, was im Geist heilt. Das sind Wunder. Ich lasse mich im Geist heilen, immer wieder, augenblicklich, für einen Augenblick. Darum ist es der heilige Augenblick. Ich lasse mich immer wieder vom Vater lieben. Und was es dazu braucht, sagt Jesus, ist die Bereitschaft, keine privaten, keine Geheimnisse vom Bruder. Das ist unser Leid, dass wir nicht bereit sind, in jedem Augenblick anzuerkennen, dass wenn wir leiden, wenn wir nicht glücklich sind, wenn wir nicht den Christus im anderen schauen, dass wir dann versuchen, vor der Erlösung ein Geheimnis zu haben. Das ist ja damit gemeint. Du hast keine geheimen Gedanken mehr. Du beschuldigst dich und alle anderen nicht mehr. Du bist bereit. Es geht nicht darum, dass wir den Schuldgedanken in unserem Geist finden. Doch das Geheimnis ist, ich übergebe den nicht dem Heiligen Geist. Ich lasse mich nicht heilen. Ich versuche, etwas vor der Wahrheit versteckt zu halten, geheim zu halten, persönlich zu halten. Und ich finde das so abgefahren, ich finde das so berührend, ich finde das so ein Abenteuer im Geist, dass das mit dem Kurs angefangen irgendwie so, wow, wie komplex und was ist Dualität und Non-dual und so diese ganzen Erklärungen von Jesus, und doch werden wir wirklich dahin geführt, dass wir darunter leiden, weil wir was versteckt halten wollen. Das ist die Einfachheit der Erlösung. Du versuchst was vor dir, vor anderen, vor dem Vater zu verstecken. Am Wochenende war eine Frau und die war so erschüttert und hat gesagt, ich bin die ganze Zeit in Angst versetzt, weil meine Oma mir gesagt hat, Gott sieht alles und er wird dich strafen. Und dann habe ich gesagt, naja, das stimmt ja auch, Gott sieht ja auch alles. Also die Info ist nicht verkehrt, die Deutung. Darum sagt Jesus ja, wir üben hier Tatsache und Deutung zu unterscheiden. Das ist eine Tatsache, Gott sieht alles, weil wir uns nie getrennt haben. Die Stimme Gottes ist mit in die Trennung gegangen, so gesehen. So gesehen sieht Gott alles, weil der Heilige Geist ist ja nicht getrennt vom Vater. Und das ist unser Ticket nach Hause. Wenn Gott nicht alles sehen würde, dann könnten wir überhaupt uns nicht erinnern, wer wir sind. Was wir da in Zeitraum raus machen, das ist eine ganz andere Geschichte. Doch es gibt ja wirklich die Idee, und das kenne ich ja auch von mir irgendwann, so diese Idee, ich kann Obsession machen oder irgendwelche geheimen Dinge, ohne dass Gott die sieht. Kennt ihr das? Und das will in Heilung, dass das nicht zu fürchten ist, sondern dass in jede verdrängte Idee, in jede schamhafte Erinnerung, der Heilige Geist schon mit drin ist, das schaut. Das kann ich dann ja mit dem Heiligen Geist schauen und wahrnehmen und mich wirklich fragen, will ich das noch glauben, dass ich das bin, während ich doch in Wahrheit ein Kind Gottes bin, ewig unverändert.
Das ist ja die Stärke. Unsere Wehrlosigkeit ist ja unsere Stärke. Was ist wehrlos zu sein? Ich liefere mich vollständig, ehrlich, allen und allem aus. Das ist wehrlos. Alle dürfen meine Gedanken lesen. Das ist ja Integrität. Denken, fühlen und handeln stimmen überein. Es gibt nichts, was im Widerspruch ist, weil als Kind Gottes sind wir nicht widersprüchlich. Und alles, was aufsteigt in diese Erinnerung, das sind alles die Abwehrmechanismen gegen die Wahrheit. Und wir müssen ja leicht irgendwann damit werden, weil es gibt nichts zu fürchten. Ich muss nichts verstecken. Und das machen wir ja alle irgendwo immer noch, oder? Wir machen ja alle immer noch irgendwo Verstecke im Geist. Und das ist das Leid. Dann bin ich nicht in der Stärke. Ich kann die Stärke Gottes nicht wahrnehmen, wenn ich mich noch für irgendetwas schäme oder irgendetwas versteckt halte. Darum sagt Jesus, dass ich kann dich nicht Liebe lehren, ich kann dir aber zeigen, was du dazwischen setzt. Und das sind unsere geheimen, persönlichen Gedanken. Und die Freiheit, die sich dann offenbart. Und wir hatten das am Wochenende, auch wenn wirklich so ausgesprochen war, wofür man sich so schämt. Und plötzlich ist es einfach frei, freier. Wir sind frei, weil wir uns nicht mehr, sobald ich Dinge nicht ausspreche und mich dafür schäme, unterstelle ich mich denen und bete die an als Götze. Das ist ja, was passiert. Ich glaube, das Geheimnis oder das, wofür ich mich schäme, ist stärker und hat mehr Wirklichkeit als der Heilige Geist, als Jesus Christus, als der Vater jetzt in mir. Und ich finde es so bezeichnend, dass so die letzten Jahre ja irgendwie ganz viele Voraussagen von irgendwelchen Brüdern, die gesagt haben, so jetzt wird alles aufsteigen, alles, was alle versteckt gehalten haben, so weltweit. Aber das passiert natürlich in meinem Geist. Wir haben den Mut, immer mehr alles aufsteigen zu lassen. Doch wenn es gerade aufsteigt, dann und wir uns dann davor Angst machen, das sagt Jesus ja, lass dich von mir durchführen. Vom Heiligen Geist. Du bist das alles nicht. Du bist ein gegenwärtiges Kind Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf Erden. Im Himmel wie auf Erden. Das sind wir, daran erinnern wir uns wieder. Und diesen ganzen Schmerz aufsteigen zu lassen und nicht mehr danach zu greifen. Das ist ja Erlösung. Ach, ich bin das gar nicht. Wow. Ach, ich bin gar nicht die, die leidet. Ich bin gar nicht die, die urteilt. Weil im heiligen Augenblick als Kind Gottes nehme ich mich so liebend wahr, für einen Augenblick, so geliebt, dass alles andere verblasst in was jemals als Vergangenheit für mich eine Bedeutung hatte. Das ist ja der heilige Augenblick. Und wir üben. Und wir üben, dass die Prozesse von irgendwelchen Brüdern nicht gegen uns sind. Wir üben alle gerade. Alle. Und natürlich sehe ich meinen Geisteszustand da draußen. Das ist ja unumstritten. Und zeitgleich müssen wir uns echt erlauben, dass wir alle ehrlicher werden. Weil das fürchten wir so, oder? Das Ego sagt immer, du kannst nicht ehrlicher werden und ehrlich sein. Und wir leiden ja unter dem, was wir verstecken. Das ist ja das ganze Leid hier. Weil dann halten wir immer noch eine Identität aufrecht, die nichts mit uns zu tun hat. Und wir brauchen Jesus Christus, also ich brauche auf jeden Fall Jesus Christus dazu, die Nachfolge. Und Jesus sagt ja auch, das muss nicht jeder und doch brauchen wir den Heiligen Geist,
Wir brauchen die universelle Antwort. Wir brauchen eine Berührung von Gott, vom Universum, damit wir für einen Augenblick immer wieder wahrnehmen, wow, da geschieht noch was ganz anderes, was ich überhaupt als Person nicht fassen kann, dem ich mich einfach nur tiefer hingeben kann. Das ist es ja. Und wo bin ich jetzt hier gelandet? Die Demut wird nie verlangen, dass du dich weiterhin mit Kleinheit zufrieden gibst. Die Demut wird nie verlangen, dass du dich weiterhin mit Kleinheit zufrieden gibst. Das ist ja so eine Ego-Idee. Vielmehr erfordert sie, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst, als mit einer Größe, die nicht von dir kommt. Als mit einer Größe, die nicht von dir kommt. Das heißt, das ist, wir sind wie Gott uns schuf, da sind wir groß. Niemals in dem, was wir versuchen, aus uns zu machen. Wenn ich versuche, Ängste in der Person zu überwinden, dann ist das immer noch auf Angst basiert. Und dieser Augenblick in Gott, im Vater, in der Nachfolge von Jesus Christus, egal wie du das für dich formulierst und auch jetzt zu sagen, hey, ich will mich tiefer berühren lassen als wir jemals zuvor. Jesus, was ist damit gemeint, Heiliger Geist? Was ist das für eine Größe in mir, die nicht von mir kommt? Und für einen Augenblick will ich die jetzt hier geschehen lassen und da sein lassen. Das ist ja, wir heilen gemeinsam. Ah, jetzt kommt sogar das Thema von heute Morgen. Deine Schwierigkeit mit dem heiligen Augenblick entspringt deiner starren Überzeugung. Also unsere Überzeugung im Ego ist da wirklich unbeweglich, so gesehen. Deiner starren Überzeugung, du seist nicht würdig. Was ist das anderes als die Entschlossenheit, so zu sein, wie du dich machen möchtest? Was ist das anderes als die Entschlossenheit, so zu sein, wie du dich machen möchtest? Was ist das anderes? Wir versuchen uns unwürdig im Geist zu machen. Und ich kenne das so von früher, so diese, boah, dieser Schmerz, oder kennt ihr das, diese Unwürdigkeit, die einen wirklich so verzweifeln und weinen lässt, weil wir gar nicht wissen, wie das erlöst sein soll in dem Teil des Geistes. Und darum brauchen wir immer wieder augenblicklich Jesus Christus, den Heiligen Geist, um zu sagen, hey, ich will nicht in dieser starren Entschlossenheit bleiben. Für einen Augenblick will ich mich berühren lassen von dir, von den Brüdern, von allem, was ist. Es geht immer wieder darum, wir brauchen Hilfe. Wir üben immer perfekt gegenwärtig, immer. Gott hat seine Wohnstatt nicht seiner unwürdig erschaffen. Das ist der Trost. Gott hat seine Wohnschaft nicht seiner unwürdig erschaffen. Danke, danke, danke Gott. Danke, dass wir darin ebenbürtig sind, weil wir sind alle die Wohnstatt Gottes. Wir haben uns nicht selber geschöpft. Wir werden nie in der Welt glücklich sein, ohne Gegenteil, weil die Welt eingebildet ist, so wie wir sie wahrnehmen. Und das, wo wir uns ja gerade immer tiefer hinführen lassen, ist, dass uns wirklich alles schon gegeben ist, dass wir schon im Vater feiern die ganze Zeit. Ich habe es nur in einem Teil meines Geistes, den ich irrtümlich schütze, merke ich es nicht. Und wenn du glaubst, er könne dort nicht Einlass finden, das ist Unwürdigkeit, ja, wo er sein will, dann musst du seinem Willen wohl im Wege stehen. Und das anzuerkennen. Er könne, ne, wenn ich glaube, Gott kann mich jetzt nicht berühren,
Und das ist ja, da müssen wir ja alle durch, so gesehen in unserem Üben, so dass ich wirklich glaube, das geht nicht, weil ich so unwürdig bin, weil ich so viel schlecht gedacht habe, ne, getan habe. Es ist ja die unbewusste Angst, die Urschuld. Ich glaube, ich habe mich vom Vater getrennt und darum bin ich jetzt unwürdig, weil ich Angst vor Strafe habe, unbewusst, dass der mich töten wird. Darum sage ich, nee, ich bin lieber unwürdig und leide hier, anstatt mich wirklich vom Vater bestrafen und töten zu lassen. Und das ist ja komplett der Irrtum. Und den lassen wir erlöst sein in jeder Vergebung, in jeder Berichtigung, für einen Augenblick. Für einen Augenblick lasse ich mich vom Vater lieben. Und selbst wenn ich dann nach dem Ego wieder greife, weil ich Angst habe vor dieser Berührung, weil ich nicht weiß, was dann weiter geschieht. Das ist Heilung. Jesus sagt, ihr habt euch für ein langsam erweiterndes Schulungsprogramm entschieden, weil die Angst vorm Vater einfach so groß ist. Und dazu ja zu sagen. Und so diese Augenblicke auch immer wieder in Vertiefung, oder? Ich weiß, dass du mich berührst. Ich nehme es vielleicht nicht wahr. Und doch weiß ich, dass es nur meine Angst ist, meine Enge, mit der ich das gerade hier nicht wahrnehmen will, weil ich glaube, dass ich wirklich tief unbewusst sonst einer Schuld in mir begegne, vielleicht, wo ich glaube, das halte ich nicht aus. Und darum sind wir ja in meiner Wahrnehmung, gerade in meiner Beschulung, Bespaßung im Heiligen Geist, wirklich hier, um immer mehr Augenblicke wieder uns so sein zu lassen, wie der Vater uns schuf. Im heiligen Augenblick und wahrzunehmen, wow. Wow. Hätte ich mir gerade noch nicht vorstellen können, dass du so tief in mir wirkst, mich und alle anderen liebst. Und jetzt kommt, okay, und die Stärke deiner Bereitwilligkeit braucht nicht von dir zu kommen, sondern allein von seinem Willen. Die Stärke deiner Bereitwilligkeit braucht nicht von dir zu kommen, sondern allein von seinem Willen. Das heißt, ich verbinde mich mit dem Heiligen Geist und sage, ey, pff, hey, ich mache mir so eine Angst, weil ich gar nichts merke vielleicht. Ich nehme dich nicht wahr und doch will ich mit deinem Willen. Hier ist meine Bereitwilligkeit. Und das ist das, was der Kurs macht es uns ja leicht, oder Jesus sagt, du musst mir nicht nachfolgen, kannst mit alledem den Kurs machen und erwachen. Das, was er im Kurs sagt, ist, es ist einfacher oder es ist deutlicher, wenn du mir nachfolgst. Und diese Deutlichkeit, und das finde ich auch, also ich wollte nie irgendwie so ein Jesus, hey, ich folge dir nach sein oder werden, als ich mit dem Kurs begonnen habe. Und doch ist es so unmerklich, merklich, so geschehen. Für mich war es, als ich mit dem Kurs angefangen habe, habe ich gedacht, nee, ich werde nie irgendwie öffentlich sagen, ich folge Jesus Christus nach oder so. Dann lieber, ich lasse mich vom Universum oder von der Liebe berühren. Und doch wahrzunehmen, was das für eine Kraft hat. Was das für eine Kraft hat, was Jesus im Kurs beschreibt. Was da für eine Kraft drin liegt, wirklich. Den großen Bruder, der hier in Zeitraum war und aufgezeigt hat mit Kreuzigung und Auferstehung, es passiert ja keinem was, ihr seid sicher, du bist jetzt nur noch hier, um das Glück im Vater aufzuzeigen. Alles andere habe ich gemacht, darum sagt er ja im Kurs auch, ich finde das so, so liebend, hey, lass das raue Kreuz los, das ist die Schuld-Sünde-Idee. Darum ist Vergebung einfach nochmal unsere Funktion. Und darum geht es darum, vollständig zu vergeben. Das heißt, ich bin nur noch in meinem Geist mit der Berichtigung. Ah, das ist ja Vergebung. Vergebung wirklich anzunehmen. Vollständig sein zu lassen. Jeden Gedanken, den ich denke, der nicht einer ist, den ich mit Gott denke,
Das sind alle Urteile hier und das ist ja ultra viel. Den lasse ich vergeben sein im Vater jetzt. Und die Vergebung ist ja nicht, du darfst das nicht, sondern es ist ja die Frage, hey, willst du diesen Gedanken noch glauben? Willst du diesen Gedanken noch als Wahrheit schützen aus der Vergangenheit, dass das deine Wirklichkeit ist? Vergebung ist ja wirklich eine komplett, der ganze Geist wird verändert. Alle alten Gedanken, die wir ja so rigide geschützt haben, nee, das ist so, so ist das in der Welt, so macht man das. All die werden ja wie, ich hatte das manchmal in Stille, dass Jesus mir gezeigt hat, die wurden wie so weggebrutzelt, gebrannt. Und das war manchmal auch echt kurz schmerzhaft. Und doch war es faszinierend, das so beobachten zu können, dass wenn ich die nicht schütze, dass die wirklich so gesehen dann keine Wirklichkeit mehr haben. Die krallen sich nicht von selber fest, so gesehen, sondern das ist ja die Freiheit. Wenn ich die nicht schütze durch meine Wahrnehmung, durch, nee, guck mal, das geht einfach nicht. Dann wird das alles berichtigt im Geist. Und da der Heilige Geist ja weiß, was wir mögen, so, das sagt Jesus ja, du hast eine innere Führung, die genau weiß, wie du dabei bleibst. Und für mich war das faszinierend, so dieses Alte, dass es einfach weggebrutzelt wird. Und ich weiß, dass alle anderen das ganz anders wahrnehmen. So. Weil jeder muss dabei bleiben. Ich habe das schon mal gesagt, eine Freundin von mir, der wurde immer gezeigt, wie alle Verkrustungen im Spülbecken mit einer Pfanne weggeschrubbt wurden. Aber das war, weil die einfach Küchengeräte mag. Da hätte ich nie zugeguckt. Das wäre für mich irgendwie nichts gewesen. Und da gibt es ja keine Wertung. Sondern Jesus und der Heilige Geist, wenn wir da wirklich bitten, hey, belehre mich. Belehre mich. Ich will hier glücklich lernen. Ich will wirklich, die Welt bekommt ja eine ganz andere Bedeutung, wenn wir in jedem Augenblick sagen, hey, ich nehme dich als Lehrer, als Lehrerin. Dann offenbart sich ja immer wieder, immer mehr, hey, du bist ein Kind Gottes. Und aus Angst greifst du immer wieder nach einer Identität und du verkaufst dir das als, nee, das will ich. Die Welt ist gar nicht so schlimm. Ja, ganz so schlimm ist es ja doch nicht. Und das ehrlich erlöst sein zu lassen, in meinen wirklichen Willen, dass ich nur im Vater glücklich bin. Das ist ja die Erlösung. Und da ist keiner, der uns dahin pusht. Das sagt Jesus ja, nicht alle sind bereit, die Welt loszulassen in diesem Leben. Manche kommen wieder, manche machen eine Pause, kommen dann wieder. Also das ist so diese, wow, hey, du wirst die Welt nur durch die Wahrheit verlassen, niemals durch den Tod. Du wirst immer wieder nach dem Versteck vor Gott greifen. Und doch ist es egal, wir sparen immer wieder Zeit ein, weil wir hier leiden. Und zeitgleich liebt der Vater uns so oder so. Für mich war wirklich im Geist mit so einem Changer, als ich gemerkt habe, egal, ob ich jetzt hier noch rumläster und immer wieder nicht vergeben will, der Vater liebt mich ununterbrochen in einer Liebe, in einer Intensität, in der mir wirklich Hören und Sehen vergeht, wenn ich mal zufällig in den heiligen Augenblick reinrutsche. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, wow, dann will ich das hier mehr und mehr bezeugen. Dann will ich das, weil Jesus sagt, wenn du siehst deinen Geisteszustand da draußen, wenn du schauen willst, dass die Brüder schon erwacht sind, dann musst du erwachen. Wenn du Heilung hier geben willst, dann musst du dich in dem Augenblick berühren und heilen lassen. Sonst wird das nie funktionieren. Sonst glaubst du, da draußen passiert was anderes als in dir. Und das ist ja der Flash. So, dieses
dass es Gegenwart ist, dass es jetzt gegenwärtig geschieht. Und das ist das ja auch, wenn wir lehren und weil wir wollen ja das lernen, was wir lehren, oder wir lernen sowieso. Auch wenn wir einem Bruder die Hand reichen, dann lasse ich das tiefer in mir vergeben sein, in dem Augenblick, in dem ich dem anderen die Hand reiche. Darum erwachen wir ja, wenn wir uns die Hand reichen, schneller. Ich muss es in dem Augenblick bereit sein, in mir tiefer vergeben sein zu lassen. Das ist ja das Wundervolle. Weil alles, was da draußen jemand sagt, egal ob ich jetzt persönlich glaube, das hat mit mir zu tun oder nicht, kennt ihr diese Idee? Na, hat das was mit mir zu tun oder nicht? Wenn es mich berührt oder triggert, dann vergebe ich es, und wenn nicht, dann nicht. Und Jesus sagt, hey, ich kann so verdrängen, dass ich wirklich glaube, ich bin schon fertig, und ich nehme es nicht mehr wahr. Also hat er mir immer gesagt, lass es in dir tiefer vergeben und erlöst sein, alles, was ein Bruder dir sagt. Egal. 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 Weil wir haben ja ein ganz anderes Ding am Laufen, als was Jesus hier gemacht hat, außer dass wir der Christus sind. Sein Part war ja wirklich so zu sagen, ey, okay, ich gehe ans Kreuz, ich mache hier eine Aufführung so gesehen, ich demonstriere, das sagt er, es war meine Demonstration, das habe ich mir ausgesucht, dass hier keiner verfolgt sein kann. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Sie glauben wirklich, dass ich dann weg bin. Wir glauben ja recht lange, dass wenn jemand den Körper verlässt, dass der weg ist, oder? Und wir sind aber Geist im Geist Gottes. Und es ist ja nichts irgendwie, nichts, was absurd oder was spooky ist, sondern das ist das, was wir sind. Wir kommunizieren in jedem Augenblick alle miteinander. Wir sind eins in der Sohnschaft und die Kommunikation läuft. Und wir träumen uns in eine Identität rein, in der ich glaube, ich kann nur mit mir kommunizieren oder mit ausgewählten Brüdern. So. Und das ist ja, darum sagt Jesus, wenn du erwachst, dann wirst du jedes Lebewesen einschließen in deine Liebe, in deinen Geist. Du wirst dich in jedem wiedererkennen, in jedem, in allem wiederfinden. Wir werden schauen, dass das wirklich der Vater Inhalt in jeder Form ist. Das ist ja das. Wir erwachen von der Formgebung. Darum sagt Jesus, das Ego ist konkret, der Vater ist abstrakt. Darum müssen wir die konkreten Formen vergeben, bis wir wahrnehmen, ach, es ist immer nur die Angst vom Vater. Und wir retten uns ins Konkrete, weil wir natürlich eine Welt gemacht haben ohne Gott in der Trennung, die absolut gegenteilig ist. Absolut. Soweit es geht, weg. So weit wie möglich weg vom Vater. Von allem, was ist, weil wir uns Angst gemacht haben. Aus dem Abstrakten ins Konkrete. Das ist mein Körper. Das ist mein Leben. Das ist meine Welt. Das sind meine Freunde. Das sind die, die ich mag. Das sind die, die ich nicht mag. Und was wir üben, ist ja anzuerkennen, okay, das kann ich machen. Da bin ich frei. Jesus sagt, du bist frei in der Entscheidung, wann du die Stimme des Heiligen Geistes wieder hörst, dass das einfach alles eingebildet ist. Und das ist was Gutes. Also das ist ja der Witz, der nicht so leicht zu verstehen ist, dass die Form bedeutungslos ist, weil der Inhalt meine Ursache ist. Wenn das nicht so wäre, könnten wir die Welt nicht vergeben.
Wenn es nicht so wäre, könnten wir nicht im heiligen Augenblick wahrnehmen. Der heilige Augenblick ist dieser und dieser, jeden, den ich heilig sein lasse. So beschreibt Jesus das. Und er sagt ja auch, ich war nur noch im heiligen Augenblick. Ich war nur noch in der Wahrnehmung, dass der Vater und ich im Vater und der Vater in mir. Und er sagt, es sollte kein realistisches Ziel sein für uns, die den Kurs machen, weil er genau weiß, wie wir sowas ins Ego nehmen, oder? Jetzt mal los. Jetzt mache ich nur noch den heiligen Augenblick. Und Jesus ist einfach wirklich so, und das sagt er ja auch, weil er selber dran war, die Trennung zu glauben. Das ist ja dieser Zweifel, den er auch an einem Punkt vielleicht hatte oder auch an mehreren. Es ist ja auch bedeutungslos. Es war ja sein Üben, aufzuzeigen, dass es möglich ist, in dieser Welt den Irrtum total ehrlich berichtigt sein zu lassen. Total ehrlich. Er hat sich nicht gewehrt, weil er wusste, er übt gerade, dass er nicht der Körper ist. Darum hat er sich nicht gewehrt. Weil er wusste, wenn einer den Irrtum berichtigt, ist er in uns allen berichtigt. Und darum sagt er, wenn du mir ehrlich nachfolgst, kannst du irgendwann nicht mehr an der Kleinheit festhalten. Du bist in der Nachfolge von mir aufgerufen, in deine Größe, in deiner Größe zu sein. Ich muss dir alles, ich werde dir alles Leid ersparen, jeden Schmerz. Das heißt, wir müssen bereit sein, von jedem Leid loszulassen. Und das fällt uns nicht so leicht. Und darum sagt er, alle sind gerufen und die wenigsten antworten. Obwohl unser Wunsch ja auf der einen Ebene ist, hier ohne Leid zu sein, oder? Nur können wir nur ohne Leid sein, wenn wir wissen, wer wir im Augenblick das sind, dass wir im Vater sind. Als Andrea Hanheide werde ich immer wieder leiden, weil ich ein Kind Gottes bin, weil meine Identität nicht von diesem Leben abhängt, nicht von der Bedeutung, die ich mir hier gebe. Das ist der Irrtum, den ich immer mehr loslasse. Das ist die Antwort des Universums. Hey, mein Kind, du bist jetzt schon wieder neu, neu geboren. Es gibt keine Zeit. Es gibt keinen Raum. Und das ist ja das Abgefahrene, dass wenn wir uns einfach mehr hingeben, wenn wir sagen, ey, ich will dir nachfolgen, was jetzt ja auch wie jetzt hier zu sitzen und irgendwas zu erzählen, was Jesus mir in mir erzählt und ich nehme das für mich an und in dem erzähle ich es weiter. Das ist ja das, was augenblicklich geschieht, wenn ich mich nicht gegen die Gegenwart des Vaters in mir wehre. Immer tiefer mich erinnert zu sein zu lassen, wer ich wirklich bin und alle anderen auch. Das ist ja unser Üben. Egal, was ich vielleicht vorher noch im Ego gedacht habe, das ist jetzt ja schon wieder Vergangenheit, es ist bedeutungslos. Das ist ja die Liebe, in der wir sind. Das ist ja geben und empfangen sind eins. Das ist ja, was willst du lernen? Du lehrst. Du lehrst. Du lehrst ja, wir lehren ja die ganze Zeit. Das sagt Jesus ja, tritt zurück, tritt einen Augenblick zurück. Tritt einen Augenblick zurück und dann gib mir Raum. Und wenn wir Jesus Raum geben und die ersten, als ich mit dem Kurs war, hat Jesus gesagt, du musst lehren, du musst aussprechen. Und dann bin ich ganz viel, wenn ich im Wald, wenn ich spazieren gegangen bin, ich habe total viel einfach was
was kam. Ich habe gesagt, okay, ich trete zurück, ich belehre jetzt hier den Wald mit dem, was ich lernen will. Und ich wusste nicht, was ich sage, ich wusste nicht, was geschieht, sondern ich habe einfach geredet und vertraut, dass das, was jetzt gesagt wird, das ist, was mich heilt. Darum geht es ja. Es geht ja um die Heilung. Es geht darum, dass wir uns, dass jeder Einzelne so gesehen, und es geht natürlich nur um meinen Geist, und doch sagt Jesus, hey, du bezeugst dann den Vater, dass der Vater in dir wirklich ist, in immer mehr Augenblicken. Und das ist ja das, was uns erinnert sein lässt. Das ist ja das, was uns aufzeigt, hey, es geht wirklich. Da ist eine innere Führung, die wir im Zeitraum, weil wir uns so mit dem Körper identifiziert haben, mit der Vergangenheit, darum brauchen wir Vertrauen. Darum ist die erste Eigenschaft der Lehrer Gottes Vertrauen. Ich vertraue dieser Stimme mehr als wie allem anderen. In immer mehr Augenblicken. Darum müssen wir so urteilsfrei üben. Weil wir greifen immer wieder nach dem Ego, weil wir so eine Angst vor Gott haben, weil wir Gott mit nichts gleichgesetzt haben, weil wir eins sein mit Hilfe, da verliere ich meine Persönlichkeit, meine Individualität. Und dabei finden wir uns da in unserem wirklichen Selbst, in unserer Größe, in einer Liebe, in einem Segen, der unvorstellbar ist. Das sagt Jesus ja. Es wird immer das, wovor das Ego Angst macht. Und ich kenne das ja auch irgendwie in all den Jahren und auch jetzt immer noch. Wenn mein Ego mir vor irgendwas Angst macht, wenn ich tiefer gehe, es geschieht genau das Gegenteil. Immer. Immer. Weil das Ego nicht wirklich ist. Weil Gott wirklich ist. Weil Gott, weil der Vater ein Glück für uns jetzt will, gibt, schon gegeben hat, was uns in Zeitraum, wo es Dualität gibt, wo wir wieder verlieren können, was da unvorstellbar ist. Das ist da einfach wirklich unvorstellbar. Und das ist ja das, wozu wir gerufen sind, aufzuzeigen, hey, im Gesetz des Vaters, im Gesetz des Vaters. Die Gesetze der Welt sind erlöst. Und das ist schon ein Augenblick, wenn ich nach Hause komme und glaube, meine Familie, mein Mann, meine Kinder sind verändert. Und ich nehme es wirklich wahr, dass wir anders miteinander umgehen, weil ich bereit bin, das zu schauen, was wirklich da ist. Weil immer gegenwärtige Liebe da ist. Immer. Wenn ich die Vergangenheit nicht drauflege, wenn ich bereit bin zu sagen, ey Jesus, ich weiß gar nicht, wie ich die Vergangenheit nicht drauflegen soll, ich brauche hier mal Hilfe. Und dann werde ich ja unterrichtet. Und dieser Unterricht, der ist mitunter persönlich beleidigend, weil die Person, weil ich muss wirklich merken, dass ich mir das alles selber antue. Ich fange an zu urteilen, ich mache mir Angst, ich greife wieder nach der Welt, ich greife nach einer Bedeutung, weil ich am Vater zweifle. Und zu merken, dass egal ob ich das mache oder nicht, ich bin geliebt im Vater, ich bin geheilt, ich bin gehalten. Ich hatte nie die Macht, mich oder dich in diesem Traum zu verändern. Niemals, weil Gott in jeder Form wirkt. Das ist ja die Erlösung. Und das mehr und mehr geschehen zu lassen, ich finde das wirklich echt. Pff, danke, davon will ich mehr. Und Jesus sagt ja, und ey, du hast immer das, was du willst. Du hast immer hier das, was du willst, weil allen alles gleichermaßen gegeben ist. Und darum wirklich zu sagen, hey, berühre du mich, erklär du mir hier alles. Ich will wirklich, ey, wenn mein Geist nur das birgt, was ich mit Gott denke, dann will ich mehr und mehr der Gedanke Gottes sein. Wir sind ja der Gedanke Gottes.
Das ist ja wirklich dieser heilige Augenblick von, ja, danke jetzt. Ja, danke jetzt. Und den Trost geschehen zu lassen und wahrzunehmen, das hatten wir auch am Wochenende, so diese Erschütterung und doch dieses Glück in dem, was sich offenbart. Wow, ich habe die ganze Zeit hier umsonst gelitten. Das ist nicht, das ist ja Vergebung. Ich nehme wahr, wow, Gott hat mich die ganze Zeit geliebt. Ich habe nur in einem Teil meines Geistes an die Trennung geglaubt und darum habe ich hier gelitten. Darum, weil ich ein Irrtum gedacht und geglaubt habe und geschützt. Und das wahrzunehmen mehr und mehr, ich finde das echt. Auch die Erschütterung wahrzunehmen vielleicht. Auch den Widerstand, das ist ja alles Geschenk. Das Ego sagt ja irgendwie, hey, du solltest so oder so denken oder so weit sein in Vergebung. Das ist ja absurd. Es ist ja ein totales Geschenk, auf so vielleicht auf dem Boden zu liegen oder auch auf dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich weiß wirklich nicht, wie es gehen soll. Und irgendwann vielleicht echt für eine Mühsekunde eine Berührung zu wahrzunehmen, sei es Licht, sei es eine Herzöffnung oder und zu sagen, wow, davon will ich mehr. Wow, danke. Siehst du, ich wusste, du versuchst mich zu erreichen die ganze Zeit. Ich wusste, du sprichst den ganzen Tag zu mir. Und jetzt lasse ich es für einen Augenblick geschehen. Das ist ja Kommunikation. Jesus sagt, Heerscharen von Engeln, das ganze Universum neigt sich zu dir. Das ist das, was geschieht, sobald ich um Hilfe bitte. Und dann geht es darum, dass wir üben und lernen, diese Hilfe auch anzunehmen. Und nicht zu sagen, ich habe um Hilfe gebeten, klappt bei mir nicht. Darum geht's ja. Das sagt Jesus ja. Du übst hier nur, wie du ehrlich dem Heiligen Geist was geben kannst und damit es auch dann weg ist. Und das müssen wir lernen. Dass wir verlieren ja langsam die Angst vor Gott, obwohl das in Wahrheit gar nicht geht, weil entweder sind wir in der Angst oder in der Liebe. Wir wechseln das Denksystem schneller und doch kommt es uns wie so ein Prozess vor. Ah, ich lade Gott immer mehr ein und das stimmt auch. Und weil es sowohl als auch ist, sagt Jesus, du kannst das erst verstehen, dass das Drehbuch geschrieben ist, dass du trotzdem welche im Ego machst, wenn du die Welt loslässt. Vorher nicht. Vorher sagt er, kümmere dich nicht um die ganzen Dinge, die du überhaupt noch nicht fassen kannst, sondern wende das an, was du kannst. Und das ist, ich wende mich an den Heiligen Geist und ich wende mich an Jesus Christus. Das kann ich immer sagen. Und dann übe ich, die Antwort geschehen zu lassen. Das ist ja das Einzige. Wir wehren uns nicht mehr gegen die Antwort des Heiligen Geistes, die mir schon gegeben ist. Mein Kind, du bist ewig sicher in mir. Du bist niemals gestorben. Hier keiner. Du wiederholst diesen einen Augenblick, bis du wieder Mitschöpfer, Mitschöpferin mit mir bist. Das üben wir. Und ich finde wirklich, dadurch, dass wir einfach auch gerade so viele sind, oder? So, die immer mehr sagen, ja, das will ich einfach üben im Kurs. Das ist, also als ich zum Kurs kam und da habe ich zu Jesus gesagt, hey, wow, wenn das stimmt, was hier steht, und du wirklich diesen Albtraum mich geistig dahin führst, dass ich wahrnehme, dass der glücklich auch sein kann und ist jetzt schon. Das ist ja, der Traum wird ja so gesehen nicht verändert, sondern meine Wahrnehmung wird berichtigt. Ach, ich bin nur hier, um hilfreich zu sein. Ach, ich wiederhole diesen einen Augenblick, bis ich wahrnehme, ich bin Vater durchtränkt. Und jetzt ist ein neuer Augenblick. Und die Erlösung, die Lösung ist mein Seinszustand.
Darum wiederholen wir die Probleme so lange, das sagt Jesus, du wiederholst, das Problem taucht auf, bis du die Erlösung im Heiligen Geist geschehen lässt. Und das ist unser Sein, wie Gott uns schuf. Das ist ja die Antwort auf alle Fragen. Wir sind. Und ich finde es wirklich, ich finde es wirklich echt so zu diesem Kurs Ja gesagt zu haben, das Ziel festgelegt zu haben. Hey, Wahrheit ist mein Ziel. Und Jesus hat gesagt, hey, und jetzt wisse alles, was geschieht, dient dem Erreichen dieses Ziels. Bleib dabei. Weil natürlich, wenn alles aufsteigt, so, wenn das Ego richtig Fahrt aufnimmt, da kann man ja denken, ey, wow, bei mir geht's wirklich nicht, oder? Kennt ihr das? Bei mir geht's wirklich nicht. Und diese Vergeblichkeit braucht das Ego. Die braucht. Das Ego. Und wir sind nicht das Ego. Und das ist für manche einfach erschütternd. Ach, ich bin das alles gar nicht. Und diese Erschütterung, die haben wir ja alle, die müssen wir geschehen lassen, weil sich natürlich unser wirkliches Selbst, was ja in immer mehr Augenblicken da ist, weil das einfach echt einfach nur Freude offenbart, nur Glück, unvorstellbar. Egal, ob wir eine Sekunde später wieder nach der Person greifen aus Angst. Das ist das ja. Nur wir üben den heiligen Augenblick, wir nehmen wahr, wow, da ist ein Sein, da ist ein Selbst, da ist eine Liebe. Und dann greife ich wieder nach dem Namen und der Bedeutung. Dann lasse ich wieder los, bis wir nicht mehr danach greifen. Das ist Vergebung. Ah, ich vergebe mir, dass ich gerade schon wieder urteile. Ah, und dann bin ich wieder im heiligen Augenblick. Dann lasse ich wieder los. Dann greife ich wieder. Und darum braucht das einfach kein Urteil. Weil wir verlieren die Angst davor, dass unsere Quelle uns schluckt, tötet oder sonstiges. Das sagt Jesus ja, du hast so eine Angst, dass du lieber ein unglückliches Leben führst. Du träumen lieber einen unglücklichen Traum, weil wir sagen, Vater, ich bestrafe mich schon für die Trennung. Ich bestrafe mich schon für die Trennung. Musst du nicht mehr machen. Und damit können wir jetzt alle aufhören, weil das ein Missverständnis ist. Das hat irgendjemand meinen Zeitraum, haben wir das gedacht im Ego? Und diesen Glauben lassen wir jetzt miteinander erlöst sein. Und je mehr das aufzeigen, wir können es wirklich nur in unserem, wenn wir wirklich die Heilung in uns geschehen lassen, aufzeigen, weil sonst wird es zu so anstrengend. Kennt ihr das? So mit dem spirituellen Ego. Und das macht nichts. Wir werden alle drauf reinfallen und dann wieder loslassen. Bei mir ist es, dass das Ego sich so aufbäumt, dass es mir wirklich Angst macht. Ja, genau, das versucht das Ego. Und zeitgleich, darum brauchen wir Jesus. Darum brauchen wir Jesus Christus. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Weil das können wir nicht. Weil wir schon sind. Das ist dann Heiliger Geist. Hey, ich bitte dich hier. Erinner du mich, wer ich bin. Ich will mit dir denken. Ich will mich von dir belehren lassen. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ich weiß gerade gar nicht, wer in den Chat geschrieben hatte. So, wenn das Ego sich in deiner Wahrnehmung zu stark aufbäumt, darum haben wir einige Leute auch aus der Aleph ihre Telefonnummern einfach auch auf der Seite hinterlassen, wenn was ist. So, na, das ist einfach immer, wenn wir diesen Weg gehen, wird es manchmal echt rappelig. Kennt ihr das? Es wird manchmal echt rappelig und darum haben wir uns ja alle. Darum geht es ja, dass wir wirklich wahrnehmen, dass wir alle, echt alle einfach am Üben sind. Wir sind alle am Üben und wir werden nie irgendwas anderes machen hier. Und wir werden immer gegenwärtiger scheinbar sein und Gott repräsentieren. Und das ist einfach Freude und das ist ein Glück und das ist Gaudi und das ist wirklich egal, was ist. Egal, was ist, wir beurteilen immer weniger. Ich danke, 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 danke. Auch mit rausfliegen hier. Im Zoom, im Schweizer Zoom. Echt total danke.
Danke für uns alle, danke für die Heilung, danke für den Segen, danke, dass wir sind, danke, dass wir alle sagen, hey ja, ich will die Welt erlöst sein lassen, ohne zu wissen, wie es geht, echt. Das ist einfach das Vertrauen wiederzufinden in die Gegenwart Gottes in uns. Und danke, dass uns das allen gleichermaßen gegeben ist.